Die Bindung zwischen einem Haustier und seinem Besitzer ist unglaublich speziell. Viele werden sagen, dass ihre Hunde und Katzen wie Familienmitglieder sind. An einem sonnigen Nachmittag wagte sich der Fischer Nick mit seinem Hund Luna auf den Pazifischen Ozean nördlich von San Diego. Luna liebte es, Nick bei seinen vielen Abenteuern zu begleiten. Als sie schließlich an jenem schicksalhaften Tag ihr Ziel erreichten, wurde Nick plötzlich klar, dass seine geliebte Luna nirgendwo zu finden war. Hi, abonniert uns doch bitte und aktiviert auch noch die Glocke. Am 10. Februar 2016 wagte sich ein 20-jähriger Fischer namens Nick auf einen langen Tag zum Fischen auf dem Pazifischen Ozean heraus. Das Wetter war perfekt und Nick war zuversichtlich, dass er mit einigen guten Fängen nach Hause zurückkehren würde. Kein Tag des Fischens war erfolgreich abgeschlossen ohne seinen Hund Luna, ein einjähriger deutscher Schäferhundmix. Nick und Luna waren ungefähr 80 Seemeilen vor der Küste von San Diego in der Nähe einer kleinen Insel namens San Clemente gesegelt, bevor die Dinge eine dunkle Wendung nahmen. Als er seine Ausrüstung fertig machte, realisierte er, dass Luna nirgendwo auf seinem Boot zu finden war. Panik übernahm sofort und Nick begann jeden Winkel seines Bootes zu überprüfen. Er hoffte, dass Luna sich irgendwo in einer kleinen Spalte versteckte, aber nach einigen Minuten der Suche erkannte Nick, dass sie weg war. Er war am Boden zerstört. Was ist mit ihr passiert? Er geriet in Panik und fragte sich, wie er Luna nicht bemerkt hatte. Sie war fast die ganze Zeit an seiner Seite. Das Einzige, was Nick zu diesem Zeitpunkt tun konnte, war seine verzweifelte Suche nach seiner geliebten Hündin fortzusetzen. Luna war schon immer eine starke Schwimmerin gewesen, aber sie hätte es nicht geschafft, zurück an die Küste nach San Diego zu schwimmen. Nick betete, dass sie wusste, dass sie nach San Clemente schwimmen konnte, nachdem sie über Bord gegangen war. Nick funkte die örtliche Küstenwache und Marine an und erzählte ihnen, was passiert war. Sie sandten sofort mehrere Boote aus, um bei der Suche zu helfen. In den nächsten 2 Tagen durchquerte Nick die ganze Insel und rief Lunas Namen immer wieder und immer wieder, in der Hoffnung, dass sie ihn hören würde. In diesem Moment wurde Nick klar, wie unwahrscheinlich es war, Luna jemals wiederzufinden. Immer noch trauernd, musste Nick wieder ins Leben zurückkehren. Ein paar Wochen nach der Tortur verließ er die Stadt auf der Reise nach Arizona, um seinen Kopf frei zu bekommen. In der Zwischenzeit, 5 lange Wochen nachdem Luna verschwunden war, kam eine Gruppe von Navy-Mitarbeitern eines frühen Morgens in San Clemente an, um ein Routinetraining zu beginnen. Aber als sie die Insel betraten, konnten sie ihren Augen nicht trauen, was sie auf einem Feldweg vor sich gesehen haben. Es war Luna. Der süße Hund wedelte mit dem Schwanz und sah die Männer eifrig an. Sobald sie riefen, rannte sie direkt zu ihnen, voller Liebe und Zuneigung. Nick war gerade dabei, die beste Nachricht seines Lebens zu erhalten. Obwohl Luna leicht unternährt war, war sie bei bester Gesundheit. Da Nick immer noch in Arizona war, als er den Anruf erhielt, traf sein Freund Connor die Retter in San Diego, um Luna abzuholen. Connor war von den Neuigkeiten genauso begeistert und Nick fuhr sofort nach San Diego zurück. Kurz nachdem Nick nach Hause kam, waren die besten Freunde endlich wieder vereint. Nick war voller Ehrfurcht, dass Luna so lange auf der gefährlichen Insel überleben konnte. Obwohl Luna bewies, wie willensstark sie war, schwor sich Nick, sie genauestens zu beobachten, wenn sie gemeinsam fischen gehen. Wenn dir unsere neueste Folge gefallen hat, lass doch ein Abo da, gib uns einen Daumen nach oben und aktivier auch noch die Glocke. Das war's. Bis dahin, bleibt fokussiert.